Katy Perry und ihr Hund ernähren sich jetzt vegan, im Netz hagelt es Kritik. Perry hat sich für 2021 vorgenommen, vegan zu werden, und ihr Hund gleich mit. Nach dieser Ankündigung ließ der Shitstorm nicht lange auf sich warten. Los Angeles Popstar Katy Perry, 36, hat sich für 2021 vorgenommen, vegan zu werden, und ihr Hund gleich mit. Nach dieser Ankündigung ließ der Shitstorm nicht lange auf sich warten. Neues Jahr, neue Vorsätze, Neumama Katy Perry will 2021 ihre Ernährung komplett umstellen und sich nur noch rein pflanzlich ernähren. Auf Twitter verkündete sie stolz, ich bin zu 95% bereit, 100% vegan zu sein. Was vielen ihren Anhänger aber sauer aufstößt, ist die Tatsache, dass auch ihr Haustier mitziehen muss, mein Hund Nugget begleitet mich seit 4 Monaten auf dieser Reise. Betet für uns, okay. Innerhalb kurzer Zeit hagelt es kritische Kommentare wie Hunde sollten nicht vegan leben. Ein anderer Fan hofft, dass der Tweet der Sängerin nur mit einem Augenzwinkern gemeint war, ich hoffe, Nugget hat sich dir nur zur emotionalen Unterstützung angeschlossen. Andere nehmen das Statement zum Anlass, sich über Perrys seltsame Namenswahl lustig zu machen, du hast einen Hund, der Nugget heißt, weil er wie ein Chicken Nugget aussieht, und jetzt kannst du sie nicht mal mehr essen. Katy Perrys Fans sind geteilter Meinung über vegane Hundeernährung. Doch es gibt auch Unterstützung für die neue Ernährungsweise der 36-Jährigen und ihres Vierbeiners. Hunde können bei pflanzlicher Ernährung sehr gesund sein. Es gibt unzählige Forschungsergebnisse dazu. Recherchiert lieber, anstatt eure unbegründete Meinung zu verbreiten. Damit hat der Twitter-User nicht ganz unrecht, tatsächlich ist vegane Ernährung bei Hunden möglich, gestaltet sich aber äußerst kompliziert. Einige Follower sind der Ansicht, dass jeder Hundehalter selbst entscheiden sollte, wie er seinen Hund erzieht und auch ernährt. Was so manchen Anhänger der Blondine ebenfalls interessiert, wie steht eigentlich ihr Verlobter Orlando Bloom, 43, dazu? Der ist schließlich selbst ein bekennender Hundefan und hat nach dem schweren Verlust seines Hundes Mighty im Sommer letzten Jahres kurze Zeit später eine neue Fellnase adoptiert. Ob die beiden ebenfalls an Katys Vegan Challenge teilnehmen, ist bisher aber nicht bekannt.